Hey-ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews meets Transformers. Ich glaube, das passt am besten so von der Titelbeschreibung, weil es sind die Tage wieder einige Transformer bei mir gelandet und obendrauf habe ich wieder einiges am Comic abgelesen, wobei einiges komplett übertrieben ist. Genau genommen 2 Trades und 3 Hefte und bevor ich jetzt hier noch länger drumherum rede, schnappe ich mir direkt mal das erste Comic, was Sebastian Fitzeks Augensammler ist und zwar in der Comic-Adaption von Frank Schmolke, was der Splitter Verlag wiederum jetzt gerade rausgebracht hat. Das Ganze ist in einer richtig schönen Aufmachung rausgekommen, wo auch so ein Lesezeichenband mit drin ist. Demzufolge hat man direkt einen roten Faden fürs komplette Comic. Und für mich war das tatsächlich ein Comic, auf das ich richtig neugierig gewesen bin. Weil Sebastian Fitzek ist, glaube ich, ein Name, in dem kommt man überhaupt nicht auch nur ein Ansatz vorbei, wenn man das Wort Buch googelt oder mal in eine Bücherei reingeht oder wenn man sich die Büchersammlung meiner Frau anguckt. Weil ich glaube, alleine meine Frau hat gefühlt jedes Fitzek-Buch dreimal gekauft. Und jeder, der in meinem Umfeld Bücher liest, hat ca. 20 Fitzek-Bücher zu Hause stehen. Und das war für mich immer so der Running Gag, dass genau den Autor, den alle mein Umkraus am Abfeiern sind, der Autor ist, der leider noch keine Comic-Adaption spendiert bekommen hat, weil ich persönlich habe keine Zeit, Bücher zu lesen, was halt daran liegt, dass ich halt Comics über alles liebe und so viele Comics hier liegen habe, dass ich halt immer einen so großen Lesestapel an Comics habe, dass dafür Bücher keine Zeit ist. Und ich hatte die ganze Zeit die Hoffnung, dass irgendwann mal ein Sebastian Fitzek-Buch vercomic-filmt wird. Oh Gott, aber ihr wisst, was ich meine. Was für ein Satz. Jetzt ist es endlich soweit. Der Splitter Verlag hat es rausgebracht mit roten Faden, wie ich gerade eben erwähnt habe. Und der gute Frank Schmolke ist ein Name, der hat mir im Vorfeld auch nichts gesagt und ist definitiv ein Name, den muss ich in mein Gedächtnis einbrennen, weil ich finde, seine Zeichnungen haben zum einen einen unglaublich hohen Wiedererkennungswert und haben eine Tiefe und bringen obendrauf in diese Geschichte genau den Horrorfaktor, den ich in so einer Geschichte suche. Wobei es gar keine Horrorgeschichte ist. Es ist viel mehr ein richtig düsterner Krimi mit einer gescheiterten Figur in der Hauptrolle, hat so ein bisschen dadurch vielleicht so ein bisschen den Charme eines 90er-Jahre-Films und der gute Alexander Sorbach ist halt direkt eine Figur, die man am Anfang kennenlernt, der privat und beruflich gescheitert ist. Es kam dazu, dass er beruflich als Polizist auf eine Frau geschossen hat, wo ich gar nicht viel zu viel zu sagen möchte, mit euch da nicht der komplette Lesegenuss genommen wird, aber lange Rede, kurzer Sinn, hat auf diese Frau geschossen, aber das zu Recht und trotz dessen wurde ihm das zum Verhängnis, weswegen er kein Polizist mehr ist. Auf privater Ebene ist er mit seiner Frau immer richtig gerne in Swingerclubs unterwegs gewesen, bis es dann dazu gekommen ist, dass seine Frau sich in jemand anders verliebt hat, weswegen er jetzt auch nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist. Und da oben drauf kommt die Beziehung zu seinem Sohn, die darunter leidet, dass er mittlerweile als Reporter unterwegs ist und von einem Augensammler besessen ist, der überall Kinder am Entführen ist und tote Mütter mit Uhren zurücklässt, weswegen die Polizei komplett im Dunkeln am Stoßen ist. Und innerhalb der Geschichte kommt es dann tatsächlich dazu, dass die Polizei ihn als Mörder verdächtigt. Und da er sich auch nicht komplett sicher ist, wie er handelt, verdächtigt er sich zum Stück auch selbst als den Mörder. Und ich fand es zum Teil eine ganze Zeit unglaublich vorhersehbar. Aber dann kam es dazu, dass Sebastian Fitzek mich komplett abgeholt hat, weil er hatte so ein paar Szenen da drin gehabt, die mir komplette Gänsehaut verursacht haben und die mir gezeigt haben, dass das Ding in keiner Weise vorhersehbar ist. Also wenn ihr das Ding mal so ein bisschen verbeet lesen solltet oder euch den Klappentext durchliest und euch denkt, okay, das ist so ein Standardkrimi, dann sage ich an der Stelle gesagt, es ist alles andere als ein Standardkrimi, weswegen ich auch komplett verstehen kann, dass das genau zu diesem Buch eine Comic-Umsetzung rausgekommen ist, weil es gibt zum Beispiel die Szene, als er von der Polizei schon gejagt wird oder die Polizei auf der Suche nach ihm ist und er sich zu einem Rückzugsort zurückzieht und dort wiederum passierte etwas, was ich euch an der Stelle nicht spoilern möchte, was mich kurz sprachlos gemacht hat. Und davor wiederum kam es dazu, dass halt ein paar Ereignisse passiert sind, die die Geschichte halt so vorhersehbar haben wirken lassen. Und ich glaube, das ist eine Sache gewesen, mit der Sebastian Fitzek komplett gespielt hat. So, dass der Leser sich im Sicheren wiegt und sich denkt, okay, das ist gut geschrieben, aber es geht in die Richtung. Aber dann nimmt man eine Abkürzung stimmt nicht, eine Abbiegung, die man nicht vorhersehbar gemacht hat und es hat mich echt abgeholt, von der ersten bis zur letzten Seite und ich war die ganze Zeit mit mir am Hadern, wie viel von Inhalt ich euch erzähle und habe mich jetzt doch dazu entschieden, dass ich euch so wenig wie möglich erzähle, weil genau der Faktor, dass ich nichts über dieses Buch wusste oder jetzt an der Stelle über das Comic, hat mich so sehr abgeholt und hatte bei mir halt diese What-the-fuck-Momente ausgelöst, die ich halt beim Lesen hatte. Dazu eine Kolorierung, die von gutem Frank Schmolke so auf den Punkt gesetzt hat und die so sehr aufs, wie die Faust aufs Auge gepasst
gepasst hat, wie eine Faust auch nur aufs Auge passen kann, dass es mich echt umgehauen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich finde seine Kolorierung nochmal eine ganze Schippe besser als seine Zeichnungen. Und das, obwohl ich seine Zeichnungen richtig gut finde. Und es zeigt mal wieder, wie sehr Zeichnungen davon profitieren, wenn Kolorierung und Zeichnung aus ein und derselben Hand kommen. Und ihr hört es wahrscheinlich schon raus. Sebastian Fitzeks Augensammler in der Comic-Adaption von Frank Schmolke ist für mich echt ein Kandidat, der in Richtung 10 von 10 geht. Und deswegen haue ich an der Stelle einfach eine 10 von 10 raus. Für mich hat alles gestimmt. Ich fand die Geschichte gut, ich fand die Zeichnung gut, ich fand die Kolorierung gut und ich fand die Aufmachen vom Splitter Verlag wunderschön mit den roten Faden, den man halt hier an der Stelle direkt ins Buch eingebunden bekommen habt. Und wenn ihr das Buch gelesen habt und das Comic gelesen habt, dann schreibt mir doch unbedingt mal in die Kommentare rein, wie das Comic im Vergleich zum Buch funktioniert und ob die drei Stellen mit der Werbung Werbung waren oder ob es auch genauso im Buch beschrieben wurden. Und ich möchte an der Stelle, wie gesagt, so spoilerfrei bleiben, wie es nur geht und kann euch sagen, dass der Augensammler definitiv ein Titel sein wird, den man auch in meinem Jahresabschlussvideo wiederfinden wird und ich habe die große Hoffnung, dass noch viel mehr Comics von dem guten Sebastian Fitzek in Comicform veröffentlicht werden. Und dann wiederum habe ich mich auf die Serie gestürzt, die jetzt glaube ich gerade aktuell mit 3 Eisner Awards nominiert ist oder besser gesagt dafür nominiert ist, diese 3 Eisner Awards zu bekommen und das wiederum ist die Nightwing-Serie vom guten Tom Taylor, der die zusammen mit Bruno Rodendo rausbringt, was der an der Stelle der Zeichner sein müsste. Und ja, es ist einer der 3 Zeichner, die an diesem Band beteiligt gewesen sind. Und es ist ein Titel, von dem habe ich bis jetzt echt nur Gutes gehört. Jeder, der das Ding auf Instagram gepostet hat, hat danach eine riesige Liebeshymne darüber geschrieben. Wir haben etliche Zuschauer schon in den DMs geschrieben gehabt, dass ich das Ding endlich lesen muss und dass das so der Infinite Frontier-Titel überhaupt ist. Und darauf halt noch die Nummerierung für die ganzen Eisner Awards, weswegen meine Messlatte an das Ding echt hoch gewesen ist. Und ich jetzt deswegen auch ein bisschen vor mir hergeschoben habe, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, das Ding kann deine Erwartungen quasi gar nicht mehr erfüllen. Und euch sei gesagt, es hat meine Erwartungen erfüllt. Es war tatsächlich genauso gut, wie man von allen Seiten hört. Und es war unglaublich sympathisch geschrieben. Und Tom Taylor an Nightwing funktioniert unglaublich gut. Und Tom Taylor hat auch ein unglaublich tolles Händchen für Easter Eggs. Es gibt ja nun so viele Easter Eggs. Sei es eine Straße, die nach Engoin benannt ist. Oder Schiffe, die nach den legendärsten Autoren aus dem DC- und Marvel-Reich der letzten Jahre benannt wurden, wobei die legendärsten auch völlig übertrieben ist, aber auf jeden Fall Autoren, die in den letzten Jahren Nightwing geprägt haben und da drin halt ein Nightwing, der immer noch im Bluthaven unterwegs ist, immer noch aufpassen muss, weil er vor kurzem erst diesen Kopfschuss bekommen hatte, worauf er dann auch ganze Zeit sein Gedächtnis verloren hatte, da um drauf dann noch die Beziehung zwischen ihm und Barbara Gordon, wo man noch nicht genau weiß, wird das wieder eine Liebesbeziehung, sind die beiden einfach nur beste Freunde oder ist es vielleicht sogar einfach ein geschwisterliches Verhältnis, was die beiden haben und da oben drauf Korruption und Bluthaven, weil der Bürgermeister wird umgebracht, eine neue Bürgermeisterin wird vom Untergrund gewählt, die dann auch tatsächlich in der realen Welt Bürgermeisterin wird. Darum drauf Armut auf den Straßen, Kinder, die kein zu essen haben und halt Ghettos und Bluthaven, die man in Angriff nehmen sollte und ein Nightwing, der am Anfang der Geschichte noch komplett pleite ist, aber wie wir alle ja wissen, ist Alfred Pennyworth gestorben und der wiederum hinterlässt ihn ein übertrieben krasses, krankes Vermögen und einen Abschiedsbrief, der herzzerreißend ist und auch darauf eingeht, dass zwischen Alfred und Nightwing nicht eine Butler-Sohn-Verhältnis gewesen ist, sondern tatsächlich eher so ein Vater-Sohn-Verhältnis. Und dass er Pennyworth vielleicht sogar mehr die Vaterfigur hatte, als er die immer noch im Batman hat und sieht. Und es war definitiv richtig auf den Punkt geschrieben. Und man merkt Tom Taylor einfach an, dass er sich mit Nightwing auseinandergesetzt hat und dass das hier mehr wie eine Auftragsarbeit ist, dass das hier tatsächlich ein Projekt ist, was für mich zumindest so rüberkommt, als wenn er jede Menge Liebe für die Figur Nightwing hat und für die ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und obendrauf hat er das, was ein guter Run an der Stelle braucht, auch noch mit reingebracht, der gute Tom Taylor. Und das sind mehrere Storyfäden, wie man jetzt ja auch schon daran hört, an den ganzen Sachen, die ich gerade zusammengerissen habe. Wobei ich sogar noch eine Sache komplett außen vor gelassen habe. Und das ist ein neuer Superschurke, der hier eingeführt wird, der Herzen sammelt und da oben drauf sogar noch ein neuer dreibeiniger Sidekick für den guten Nightwing und das wiederum ist der gute Batbite, wie er dann als Superheld heißen würde. Der richtige Name von ihm ist dann
Finale und dem wiederum konnten die Zuschauer sogar in den USA abstimmen. Ich glaube, das war bei Instagram oder so, wo man dann eine Story zwischen ein paar Namen auswählen konnte. Darauf geht Panini dann auch nochmal in den Nachwort ein und das hier wiederum hat eigentlich echt alles, was eine Superhelden-Serie braucht. Einen sympathischen Charakter, der geerdet ist, der um sich herum jede Menge Charaktere aufgebaut hat, die genauso geerdet sind, die sympathisch sind und mit ihnen Dialoge führen, die auch tiefsinnig sind und das eigene Handeln überdenken lassen. Zumindest das eigene Handeln von Dick Grayson an der Stelle und andere Superhelden, die auch nicht so kurz kommen. Ich muss echt sagen, das Ding hat mich umgehauen. Dazu noch wunderschöne Zeichnungen. Und auch wenn ich gerade eben für der Augensammler erst eine 10 von 10 rausgehauen habe, wollte ich gerade kurz hierfür auch eine 10 von 10 raushauen, aber die halte ich mir noch zurück, weil das ist ein Ongoing, es können noch mehrere Bände kommen. Vielleicht ist das hier gerade noch das Warmschreiben von Tom Taylor und der nächste Band wird noch besser, weswegen ich hier eine sehr, 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 sehr starke 9 von 10 voraushaue. Und ich glaube tatsächlich, dass das hier für mich so der Nightwing Run überhaupt werden könnte, wenn er genauso gut weitergeschrieben wird, wie der Anfang war. Und ich denke mal, 9 von 10 Punkte sagt euch schon alles. Nightwing, Tom Taylor ist auf jeden Fall eine Symbiose, die unglaublich gut funktioniert. Und was bei mir auch unglaublich gut funktioniert, ist jetzt die Überleitung zu den nächsten Comics, weil das waren auch wieder Comics, die mich echt abgeholt haben. Und das ist an der Stelle mal wieder was aus dem Hause Topco. Genau genommen ist es einmal Witchpad Heft Nummer 18 und The Darkness Heft Nummer 9 und Heft Nummer 10. Und ihr seht es schon vorne auf den Covern drauf. Es ist das erste große Crossover zwischen Witchpad und The Darkness, was wiederum Familienbande in Deutschen übersetzt hieß und Family Tease auf Englisch heißt. Ich weiß nicht, was Family Tease auf Englisch heißt. Vielleicht heißt Family Tease auf Deutsch übersetzt sogar Familienbande. Wenn ihr es wisst und ich es bis dato nicht gegoogelt haben sollte, könnt ihr es immer gerne in die Kommentare reinschreiben. Und David Wohl schreibt das ganze Ding. Mark Silvestri zeichnet es zum Teil, den anderen Teil schreibt Michael Turner. Und von den Zeichnern her ist es auf jeden Fall schon mal so das Nonplusultra, was man für ein The Darkness Witchblad Event haben kann. Und trotz dessen muss ich sagen, dass mir die Witchblad-Serie vor dem Crossover besser gefallen hat und auch diese Darkness-Serie. Und man merkt, dass das doch schon vielleicht ein bisschen hart reingedrückt ist. Und bis jetzt war es eigentlich echt nur so eine Action-Orgie, wo man auf der einen Seite Jackie Staccato sieht, wie er weiter um sich rum am Metzeln ist, obwohl seine Familie gerade versucht, alle Bögen zu glätten mit den anderen Mafia-Clans und den Yakuza und wen es da sonst noch so alles gibt. Aber Jackie Staccato zieht sein eigenes Ding durch und auf der anderen Seite sieht man, wie Sarah Piscino auf Jackie Staccato angesetzt wird in ihrer Polizistenrolle und immer noch nicht so richtig damit umzugehen weiß, dass die Witchblade bei ihm komplett austickt. Und da obendrauf dann noch Nottingham, der hier zu absoluten Schlüsselfigur wird, zusammen mit den Clan, die halt versuchen, diese Darkness-Kraft unter ihre Fittiche zu bekommen. Ich glaube, Saotos heißt der Herr, der diesen Clan dann anführen ist. Zeichnungen, die auf dem Punkt sind, und was ich tatsächlich erstaunlich finde, ist immer dann, wenn ich einen Mark Silvestri sehe, der die Witchblade zeichnet, der ja auch Miterfinder der Witchblade ist und der rechte Inhaber der Witchblade. Trotz dessen schafft das nicht, die Witchblade so toll zu zeichnen, wie es zum Beispiel Michael Turner macht oder andere Zeichner. Und auch wenn ich riesiger Mark Silvestri-Fan bin, muss ich ganz ehrlich sagen, seine Witchblade ist tatsächlich die Witchblade, die mir mit am wenigsten gefällt. Und ich sehe tatsächlich jeden anderen Zeichner lieber an Witchblade als Mark Silvestri selber. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, ob euch das auch mit Mark Silvestri so geht. Und dann habe ich es ja gerade eben schon erwähnt, es sind noch einige Transformer bei mir zu Hause gelandet. Und ich kann es euch an der Stelle recht gut zeigen. Das sind jetzt hier die Transformers aus der Marvel Legacy Serie, aber bevor wir uns darauf stürzen, sei noch kurz gesagt, Bewertung fällt mir echt schwer. Ihr wisst, ich habe bei Topco immer die absolute Fanboy-Brille drauf. Ich feiere eigentlich so gut wie alles ab. Trotz dessen ist es etwas schwächer als beide Serien vor dem Event gewesen sind. Ich denke mal, das fängt sich auch wieder nach dem Event und ich weiß es im Prinzip auch, weil die Hefte danach habe ich ja vor ca. 10 Jahren schon mal gelesen gehabt. Und lange Rede, kurzer Sinn, actionlastige, toll gezeichnete Unterhaltung und von mir so eine 7 von 10 würde ich jetzt für die Hefte raushauen. Und dann gerade eben schon die Kamera gehalten, habe ich jetzt hier die Transformer Legacy Figuren. Und da finde ich es recht cool, dass so zwei Figuren aneinander gehalten immer ein gemeinsames Rückenbild ergeben. Und ich hätte es vielleicht noch ganz cool gefunden, wenn man das so aufgebaut hätte, dass die komplette Wave zusammen ein riesiges Rückenbild ergibt. Wie das auch zum Beispiel bei der Marvel Collection oder der DC Collection der Fall gewesen ist. Aber ich denke mal, das wäre eher Blödsinn, weil die meisten Leute die Figuren auch auspacken. Und zum Thema Auspacken sei auch an
an der Stelle gesagt, dass man jetzt halt hier sieht, dass Hasbro aus Nägeln Köpfe macht oder aus Köpfen Nägel macht. Ihr wisst, wie das Sprichwort geht. Mir will es gerade nicht einfallen. Aber Hasbro hat ja schon öfters angekündigt, dass wir vom Weg wollen, zu viel Plastik für die Figuren zu verwenden. Deswegen sei mittlerweile bei dieser Transformers Legacy-Reihe schon hingehen. Und ihr seht es, ich kann da reinfassen, hier das Plastik weglassen, was ich persönlich vom Designfaktor her nicht so toll finde. Ich persönlich finde dann tatsächlich die Plastikschalen schöner, die auch dafür sorgen, dass es nicht einstaubt, aber sind wir mal ehrlich zueinander, Umwelt, Design, da ist die Umwelt tausendmal wichtiger, weswegen es total abfeiert, dass Hasbro das gerade aktuell macht und halt immer mehr davon weggeht. Die bessere Lösung für mich persönlich wäre vielleicht gewesen, wenn man das ganze Ding komplett zumacht und dass man dann einfach eine schöne Bemalung oder Abdruck der Figur im Kompletten darauf macht. Und das macht Hasbro zum Teil schon bei den Marvel Legends Figuren, auch zum Teil bei den Transformers, bei der Legacy-Reihe noch nicht, aber ich denke mal, das liegt mit daran, dass die Legacy-Reihe halt die Reihe ist, die so im mittleren Preisbereich ist, sprich eine Serie, die sich gerne sammelt. Sammler kaufen, aber auch noch etwas jüngere, weil ein paar Figuren davon gar nicht mal so teuer sind. Und demzufolge sind einige bei mir gelandet und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da sind drei Figuren dabei, die ich gar nicht kenne, aber eine Figur, die ich hier schon in der Hand halte, die ich schon lange haben wollte und wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum von ihr mal eine neue Auflage rauskommt. Und das wiederum ist Arcee aus der Transformers Prime Serie. Ich habe die Serie damals so hart gefeiert, als ich mir die vor 5-6 Jahren mal komplett reingezogen habe oder besser gesagt das, was auf Deutsch veröffentlicht wurde. Wie leider bei den Transformers nicht alles und trotz dessen das, was veröffentlicht wurde, habe ich mal reingezogen. Und da ist halt Arcee einer der Hauptmember und auch die Figur, die somit als erstes auftaucht. Und finde ich richtig cool, eine der wenigen Transformers, die sich in ein Motorrad verwandelt. Und ich glaube, das ist auch die erste aus meiner Sammlung, die sich in ein Motorrad verwandeln kann. Und ich sage es immer wieder, ich persönlich verwandle die ganzen Figuren eigentlich in den seltensten Fällen in den Fahrzeugmodus. Ich glaube, ich habe aktuell nur ihn hier als Fahrzeug im Regal drinstehen. Den kompletten Rest habe ich hier als Roboter stehen und so werde ich es auch bei hier handhaben und die ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight für mich. Habe mich richtig gefreut, jetzt Arcee endlich in der Sammlung drin zu haben. Ein weiterer, den ich vom Charakterdesign komplett cool finde, der mir aber überhaupt nichts sagt, ist der gute Kickback, der hier so diese Tick so zwei Fühler hat und wenn ihr euch hinten die Rückseite der Verpackung, die ja neben mir eingeblendet ist, anguckt, dann seht ihr auch, dass der sich wiederum in eine Fliege verwandelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, den Transformationsmodus in die Fliege finde ich unglaublich hässlich, aber er profitiert ja komplett davon, weil als Roboter mit diesen Fühlern am Kopf sieht der unglaublich cool aus und ich freue mich, den gleich auspacken zu können. Werde ich gleich machen, nachdem ich hier mit dem Video fertig bin. Wie gesagt, neben mir ist es ja eingeblendet und ich muss sagen, so vom Charakterdesign als Roboter ist der hier für mich definitiv ein absolutes Highlight. Dann wiederum eine Figur, die im Robotermodus tatsächlich aussieht wie fünf andere Figuren und jetzt gar nicht mal so den hohen Wiedererkennungswert hat. Das ist an der Stelle der gute Autobot Skids. Ich muss aber sagen, dass mir an der Stelle der Transformationsmodus total cool gefällt, weil der wiederum für mich aussieht wie so ein Oldschool-Auto, wie man sie damals bei der Kindheit zu Tausenden auf der Straße gesehen hat und erinnert mich auch so ein bisschen an die ganzen Transformers, die ich in meiner Kindheit in der Hand gehalten habe. Vielleicht hatte ich sogar ihn und deswegen hat er für mich so einen Backflash-Moment, aber tatsächlich nur in der Autoversion. Als Roboter, wie gesagt, finde ich auch, er sieht cool aus, hat jetzt aber nicht den höchsten Wiedererkennungswert. Ich werde es euch ja neben mir eingeblendet haben und auf jeden Fall auch eine der Figuren, die jetzt hier in dieser Legacy-Reihe erschienen sind. Und zu guter Letzt aus der Legacy-Reihe habe ich jetzt hier noch den Decepticon Dragstripe und der wiederum lässt sich in so ein futuristisches Formel-1-Auto verwandeln und ist eben drauf einer von fünf Mensor. Die lassen sich, mal sehen, ob da noch einer dabei gewesen ist. Das finde ich jetzt gerade tatsächlich richtig interessant. Nee, ist tatsächlich nur einer dabei. Und anscheinend gibt es hier diese Mensor-Reihe. Ich zeige euch das mal gerade hinten drauf auf der Packung, wo fünf Stück zusammen einen ergeben. So wie das bei den Devastator der Fall ist. Da muss ich auf jeden Fall mal meine Augen für aufhalten. Und ich finde auch, er sieht unglaublich cool aus in seinem Retro-80er-Jahre-Design. Und ist wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, weswegen ich die Transformers so hardcore abfeiere. Das ist für mich halt auf der einen Seite komplett Kindheitserinnerung, wenn ich diese ganzen Designs sehe. Selbst wenn es jetzt hier an der Stelle ein Transformer ist, den ich jetzt nicht aus meiner Kindheit kenne. Wobei es den wahrscheinlich auch schon seit den 80er Jahren gibt, aber ihr wisst selber, es gibt da so viele Member, dass man da nicht immer alle auf dem Schirm haben kann und lange Rede, kurzer Sinn, bei mir werden einfach zu viele Faktoren abgeholt, deswegen die Fanboy-Brille und das Fanboy-Herz sofort höher am Schlagen ist, wenn ich so einen Karton öffne, wo wieder so viele Transformers drin sind, auch wenn es an der Stelle einer ist, der mir gar nichts sagt und ich muss definitiv nach diesem Video googeln, was es mit diesen Menasor, ich glaube, so wird es dann tatsächlich ausgesprochen, auf sich hat, weil
Hier hinten drauf sieht es einfach nur aus wie so ein Koffer mit zwei Hörnern dran. Aber ich glaube nicht, dass das die verwandelte Form sein wird. Und wenn ich da irgendwas Cooles, Offizielles finde an Bildern, werde ich euch das einblenden. Wenn nicht, werde ich es einfach auf Instagram teilen. Dann könnt ihr da gucken. Und was ich ganz cool finde, das machen die jetzt neuerdings, ist, dass man immer davor schreibt, ob es ein Decepticon oder ob es ein Autobot ist. Und ich sage es und dann stelle ich fest, es ist doch nicht immer der Fall. Und Prime Universe. Ach, das sehe ich jetzt erst. Bei der Asi, ich habe es ja gerade eben noch gesagt, da habe ich ja gerade eben noch gesagt, dass sie aus der Transformers Prime Serie ist und die steht auch tatsächlich drauf, Prime Universe. Und dann wiederum war hier bei Zweien der Fall, dass hier Autobot und Decepticon vor den eigentlichen Namen steht und bei ihm wiederum steht weder das eine noch das andere davor, sondern das einfach das Decepticon-Zeichen davor auch gedruckt. Und ich glaube jetzt tatsächlich, dass diese Legacy-Reihe einfach nochmal... ja, so die einzelnen Epochen auffasst, was ja auch mit Legacy zusammenpasst vom Titel her, weil da hätten wir hier einmal die Anfang 2000er Phase, dann sind wir hier bei den 80ern, weswegen da wahrscheinlich schon noch Autobot und Decepticon davor steht und man halt auch dieses durch und durch klassische Design hat und mit dem guten Kickback ist man dann schon mehr in der Moderne angekommen, was man dann auch im Design sieht, was gar nicht mehr so oldschool-mäßig aussieht und ich weiß nicht, in welche Phase er einzuordnen ist und ich finde das Konzept jetzt gerade, wo ich darüber mal ein bisschen nachgedacht habe, eigentlich richtig cool, was mich vielleicht noch freuen würde, wenn man draufschreiben würde, aus welcher Phase das ist. Ich meine, klar, bei Prime Universe kann man sich denken, okay, die ist von Transformers Prime. Trotz dessen wäre es vielleicht ganz cool, wenn hinten drauf noch so ein kleines Bild ist, wo dann drauf steht irgendwie Transformers Prime Staffel 1 bis so und sie kam ab Folge bis Folge hast du nicht gesehen drin vor. Und ich gehe davon aus, dass die beiden hier wahrscheinlich... wahrscheinlich so aus der 80er Jahre Zeichentrickserie sogar sind und ich die einfach nur komplett vergessen habe und deswegen mein Unterbewusstsein einfach diesen Nostalgiefaktor mir wieder wachschüttelt, was ich ja gerade eben vor 5 Minuten noch gesagt habe und ich finde es cool, das Konzept. Persönlich würde ich es vielleicht noch cooler finden, wenn man in Zukunft dann die Packungen komplett zumacht. Auf der anderen Seite ist man so vielleicht als Sammler eher gewillt, die aus der Packung rauszureißen, weil, wie gesagt, sie ja auch in der Packung drin am Verstauben ist. Ich werde euch, wie gesagt, ihr werdet es jetzt schon die ganzen 2-3 Minuten gesehen haben, neben mir ja das Unboxing-Video eingeblendet haben und damit wiederum sind wir durch für heute. Unbedingt in die Kommentare reinschreiben, ob ihr was von den Sachen gelesen habt, die ich euch gerade vorgestellt habe und ob eine der Figuren bei euch gelandet ist oder ob eine der Figuren vielleicht sogar einer eurer liebsten Transformers-Figuren ist. Alles mal in die Kommentare rein, oben drauf noch auf Instagram, vorbeigeschaut, einen Daumen nach oben da gelassen, dann sehen wir uns mich auch beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!
Thank you.